Paterpapa bzw. Stimmungsbüro und so weiter und so fort. Mein spannendes Kursprogramm auch rund um Datingkurs, findest du auf liebeschipp.de. Heute geht's mal um die spannende, also ich finde das zumindest eine spannende Frage. Ist es eigentlich so ein Alpha-Mann-Trade, also ein Alpha-Mann-Zug, wenn ich so auf der Straße aus dem kalten Frauen anspreche und sage, hey, toll, ich will dich. Und das ist wirklich eine spannende Frage, also auch innerhalb dieser, was weiß ich, Blue Pill, Yellow Pill, Red Pill, Black Pill, Pickup-Szene, gibt es da, glaube ich, unterschiedliche Meinungen zu, interessanterweise, und auch zu Recht, finde ich, weil das ist wirklich eine spannende Frage. Einerseits könnte man ja sagen, also gehen wir jetzt mal gar nicht über Menschen, die jeden Tag 500 Frauen ansprechen, um mit möglichst vielen Hallenhalmer zu spielen. Also das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber überhaupt dieses so außer kalten Frauen ansprechen, ist das Zeug das von einem Mann, der sehr Alpha ist, oder eigentlich nicht? Und ich finde, die Antwort darauf ist gar nicht so einfach, weil natürlich würde ich immer sagen, es ist immer gut, wenn man selbstbewusst ist, also auch wenn man die Fähigkeit dazu hat, eine Frau jederzeit anzusprechen. Das finde ich erstmal sehr gut. Also die Fähigkeit zu haben, finde ich super gut. Und die muss man natürlich auch unter Umständen irgendwann mal erwerben im Leben, ob man das, da kann ich euch mal einen Selbstbehauptungskurs ans Herz legen. Da geht es genau um solche Sachen. Also jetzt nicht um Ansprechen von Leuten auf der Straße zum Daten. Also gut, ich habe noch nicht ganz fertig, aber ich glaube nicht. Aber ja, einfach so aus seiner Komfortzone rausgehen, selbstbewusster werden. Das ist sicherlich sowohl für Männer als auch für Frauen eine Sache, die hilfreich ist. Dating erleichtert, und jetzt speziell für Männer macht sie sicherlich auch, wenn man die Fähigkeit dazu hat und entsprechend mutig ist, ist das sicherlich ein guter, grundsätzlich eine gute Sache. Also was ich daran nicht so, oder frag, ein bisschen schwierig finde, ist, dass es die meisten Frauen eigentlich nicht mögen. Jetzt kann man natürlich sagen, also die mögen es, glaube ich, nicht so, die sind ja auch eher so, vor allen Dingen in der Fußgängerzone und so, sind die ja eher so bisschen zu Frauen, weil sie es auch gar nicht wollen, dass alle möglichen Männer sie anquatschen würden. Klar, wenn das mal einer macht, das ist ganz lustig, aber wenn das dann so hinterhergepfiffen und dies und das, und vor allem von Männern, die man gar nicht gut findet, ja, kann das auch nervig bis auch belastend sein, und da kann man sich schon fragen, ist es nicht besser, Menschen anzusprechen, wenn schon irgendeine Art von Anwärmung stattgefunden hat. Man hat vielleicht angefangen mit dem Smalltalk und dann stellt sich heraus, ja, es ist gegenseitiges Interesse da, und dann geht es irgendwie weiter. Also finde ich persönlich besser, als so mit der Tür ins Haus zu fallen, wie gesagt. Und da kann man natürlich wieder sagen, ja, muss ich ja nur genug Frauen ansprechen, aber dann ist man schon wieder an diesem, ja, Fließband-Pickup, was, glaube ich, auch nicht so pralle ist. Also das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich es tatsächlich auch irgendwo so eine Art von Neediness finde, ne? So, ich muss jetzt unbedingt, ich kann jetzt nicht warten irgendwo, bis mir die richtige Frau über den Weg läuft, und dann spreche ich sie an, ne? Und weil ja auch dann wahrscheinlich alles passt und sowieso in die richtige Richtung läuft. Also ich kann nicht warten, ich habe keine Geduld, ich habe eine Neediness, ich muss unbedingt eine Freundin haben, und das ist immer, das wissen wir ja aus toxischen Beziehungen, ist immer schlechter oder schwieriger oder riskanter, sagen wir mal, ein riskanter Vibe. Und ich sage ja auch immer gern so, man sollte eigentlich schon offen sein, aber nicht unbedingt suchen. So, dieser ganze Suchmodus ist schwierig und oft ein Einfallstor für ja, Beziehungen, die dann aufgrund dieser Neediness, und da zieht man wieder was Entsprechendes an, nicht gut laufen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, aber was, wenn mir niemand über den Weg läuft, ne? Also ich denke tatsächlich, dass da so ein Mittelweg, also schon sich in, also man muss dem Universum auch ein bisschen helfen beim Manifestieren, also ich finde schon, also manifestieren, könnt ihr auch mal meine Manifestationsstellen schreiben, gucken, kann sich schon erstaunlich viel manifestieren, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich manifestiere mir das jetzt und ich sitze den ganzen Tag zu Hause so, ne? Ich glaube schon, ich muss mir da auch in Umgebungen setzen, wo auch
das Universum mir jemand vor die Füße werfen kann. Also ich kann da nicht einfach, also ich muss mir auch selbst helfen, ne? Sonst hilft das Universum, glaube ich, auch nicht so wirklich. Und dann ist man eigentlich schon mal so mittelweg, dass ich sage, ja, okay, ich gehe vielleicht mal ins Museum und wenn da ein netter Mann ist, dann mache ich mich ansprechbar, was es ja auch Teil in meinem Datingkurs für Frauen ist. Und guck dann mal oder egal, oder ich mache diese Übungen, die ich da vorschlage und so. Ich glaube schon, dass das eine gute Sache ist, aber ich glaube tatsächlich, dieses zwanghaft, so ich muss jetzt unbedingt jetzt und hier jemand in der Kiste haben für mein Ego, für meine Bestätigung, das ist trotz allem Muts, den man vielleicht dann demonstriert, das ist, glaube ich, letztlich auch eine bedürftige Verhaltensweise und aus meiner Sicht nicht wirklich Alpha. Wie seht ihr das? Bin gespannt, habt ihr euch auch schon mal ein Video zugemacht und wir sehen uns bald wieder.